Inka Bause, traurige Beichte vor Weihnachten. Arme Inka Bause. Die Moderatorin ist eigentlich bekannt für ihre lockere und fröhliche Art. Besonders bei der Kuppelshow Bauer sucht Frau ist sie um keinen Spruch verlegen. Doch nun überrascht Inka ihre Fans mit einer traurigen Weihnachtsbeichte. Inka Bause trifft traurige Aussage. Inka Bause, die eigentlich immer gut gelaunt wirkt, überrascht zur Weihnachtszeit ihre Fans mit einer traurigen Aussage. So berichtet sie, dass sie Weihnachten anders als früher feiern würde. Sie wäre an den Weihnachtstagen auf der Flucht. Viele fragen sich, was ist der Grund für dieses traurige Starttement? Inka Bause ist Weihnachten nicht zu Hause. Wie die Moderatorin gegenüber Focus berichtet, sei sie Weihnachten auf der Flucht. Der Grund, seit dem Tod ihres geliebten Vaters, habe die Familie beschlossen, von zu Hause wegzufahren. So verrät Inka, jetzt fahren wir immer an die Ostsee und lassen uns bedienen und laufen mit den Hunden am Strand hin und her. Die ganze Familie, und das ist schön so. Ihre Fans können also durchatmen. Trotz der Flucht vor Weihnachten, scheint es sich Inka mit ihrer Familie an Weihnachten gut gehen zu lassen.